Hallo zu einer Special-Folge meines Minecraft-Let's Plays. Und ja, gerade eben bin ich auch schon mal gestorben, da bin ich nämlich AFK umgestanden und dann kam wieder ein Skelett. Und das in dem, es ist jetzt eine Special-Folge, weil ich heute im Kreativmodus eine Wither-Skelett-Farm haben will. Und, das Standard bleibt überleben und ja. Ja, deswegen sind auch meine Items jetzt also komplett durcheinander und alles. Aber das ist auch egal, weil ich mache die jetzt eh erstmal in die Truhe rein und ich brauche noch eine Truhe. So. Weil ich mache erstmal alles komplett weg. Und dann kann ich die Farm bauen. So. Ja, und du gehst jetzt mal bei. Tschüss. Danke. So. Und ich habe mir gedacht, ich baue diese Farm hier unten rein, weil in die Richtung runter soll ja diese Höhle entstehen. Und hier runter könnte ich die ja eigentlich bauen. Also ich denke, es werden mehrere Folgen gehen, weil, ich muss jetzt erstmal hier das aushöhlen, also so eine Art Treppe runter machen und dort dann die Farm umbauen. Ich habe schon so eine ungefähre Idee, wie das Ganze aussehen soll oder halt funktionieren könnte. Allerdings weiß ich es nicht genau, ich habe mir auch kein Tutorial angeschaut, weil ich denke nicht, dass es jetzt wirklich eins in die Richtung gibt. Das ist im Grunde ja keine Survival-Farm. Sondern halt, ja, sozusagen eine Farm. Und ja, so schwer wird es auch nicht sein. Also mir ist klar, dass Wither-Skeletten keinen Schaden durch Feuer oder Lava oder sowas bekommen. Daher werde ich so versuchen, dass die halt gegen den Kaktus getrieben werden. Weil da bekommen die Schaden. Und ja, die Items, die werde ich irgendwie mit einem Minecart vielleicht abtransportieren dann. Also sprich, dass das Minecart unter die erste Kiste fährt, wo es halt reindroppt. Also die Skeletten, die droppen ja die Kohle und die Knochen und das ganze Zeug. Und dann wird es halt durch Hopper aufgefangen, in eine Kiste rein und ja. Da gibt es ihn hier. erstmal den Eingang und ja, dann geht es immer weiter runter. Okay. So. Weil ich mache es auch in dem Stil einfach weiter. Nee, hier kommt dann was dran. So. So. Ja, sind zwei. Gut. So. Und im Grunde, wenn halt dann diese Items von meinem Card aufgesaugt wurden, kann es das ja eigentlich überall hin transportieren. Das heißt, ich kann auch so eine Art Kohleknochen, was droppen die noch? Witterköpfe farmen oder halt ein Lager für diese Farm machen. Und ja, da liegt das Zeug dann. Und ich kann dann halt immer Kohle holen, wenn ich sie brauche. Und die Viecher sterben ja von alleine eigentlich. Da brauche ich dann auch nicht mehr groß was zu machen. Ich muss halt nur in dem Junk drin sein. Damit, damit es halt geladen ist. So. Und ja, ich versuche es jetzt halt einigermaßen schön aufzubauen, damit es halt ins Gesamtbild reinpasst. Nicht einfach nur was dahingestelltes ist. So. Und dann geht es wahrscheinlich hier nochmal ums Eck, also in die Richtung rüber. Weil ich weiß halt nicht genau, wie tief das sein muss. Im Grunde werden die Skelette ja eh gegen diesen Kaktus getrieben und dann ist es ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, egal, ob die vorher Fallschaden haben. Aber ja, ich
Ja, eigentlich schon. Also ich meine so, wenn für eine normale Skelettfarm muss man ja so und so viel Blöcke Distanz zum Boden haben, also an dem Punkt, wo man die dann tötet, damit also damit die halt irgendwie noch auf ein Herz oder was runterkommen und es irgendwie einfacher ist oder so. Aber hier ist es ja egal, weil hier nicht per Hand, sondern durch einen Kaktus. Und da ist ja dann eigentlich komplett egal, ob diese Skelette volle Herzen haben oder nur halbe oder sonst was. Und jetzt hier, ja, okay, da geht es direkt so dann runter. Hier geht es dann noch weiter mit den Steinen. So. So. Kann ich hier vielleicht noch eins zu machen? Das ist ein bisschen abgerundeter. Und ich setze mal Fackeln, damit man auch was sieht bei YouTube. Wo ich könnte jetzt vielleicht auch hier rein so noch mal zwei Löcher setzen und dann diese schönen Fackeln nehmen. So. Ja, ich glaube, das sieht besser aus. Mache ich so. So. Und hier rein dann auch jeweils noch mal. So. Und dann ist auch schön behell beleuchtet. Und hier geht es dann weiter runter. Ja, es sind jetzt halt nur noch drei jeweils. Wie viele waren es hier? Da waren es vier. Okay, ja, aber man kann immer noch gut durchlaufen und das passt schon. Ja, das passt. So. Dann geht es hier noch ein Stück runter. So. Also ich werde jetzt die Folge wahrscheinlich erstmal nur diesen Aufgang hier bauen und dann die nächste, die eigentliche Farm. Das dauert dann doch ein bisschen länger. Und bei mir ist es irgendwie so, wenn ich längere Videos hochlade, dann werden die asynchron. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also vielleicht ist das irgendwie eine schlechte Verarbeitung auf YouTube oder keine Ahnung. Auf jeden Fall passt dann halt Bild und Ton nicht mehr zusammen und daher mache ich lieber kürzere Folgen, weil ich finde, es ist ziemlich nervig, wenn man dann halt ein Video guckt und auf einmal ist es halt asynchron und ja. So. Das ist auch nochmal zwei, oder? Ja, weil sonst geht es zu schnell runter. Ja, so wird das schon gehen. Es kann halt natürlich sein, dass es nicht unbedingt gleich ist wie oben, aber das ist ja auch egal. Es muss ja nur ähnlich aussehen und schön aussehen und ja, das war's eigentlich. So. Ja, und es geht. Da kann man immer noch gut durchlaufen und man kriegt keine Platzangst. Ja, das geht schon. So. Dann kommen hier wieder Steine rein. Und ich denke, die Höhe, also hier unten, das müsste eigentlich schon mal gehen. Das ist jetzt 56. Und oben ist 70. Ja, das wird reichen. Bin ich bei euch da irgendwie ein Berg oder so noch hin? Oder ein kleines Haus oder irgendwas, keine Ahnung. So. Ja, die hier muss ich auch noch austauschen. So. Da kommt noch einer rein. Nein, nicht dahin.
So. Kommen hier die Treppen wieder hin. Und ja, das hier ist dann die Grundebene. Hallo Creeper. Was machst du hier? Hau ab. Ja, okay, dann bleib halt. Echt jetzt? Okay. Dann musst du halt dran glauben. So. Tut mir leid, Creeper, aber wenn du mir genau dahin rennst, wo ich gerade bauen will, dann muss ich dich halt killen. So. Dann hierhin und hierhin. Und ja. Ich denke, auf der Höhe werde ich es dann auch belassen. Nein, dann so hin. Gut. Und da unten werde ich dann. Hier, jetzt sind es noch zwei. Das muss. Ich lasse es auf der Höhe. So. So, genau. Und das ist jetzt dann auch der Durchgang quasi in diesen Raum. Und hier kommt dieser Raum dran. So. Da kommt halt so. Ja, halt, da kommen die Steine alle weg. Einer gewissen Größe. Und dann kommt da halt die Farm selbst hin. So. Und das war's dann auch von der Folge hier. Also die nächste Folge fange ich mit dieser Wither Farm an. Also mit der Wither Skeletten Farm. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr mir das gerne mit Bewertungen und Kommentaren zeigen. Da würde ich mich sehr freuen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.